could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all. Hello, hello, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und heute reden wir mal über meine persönlichen Erfahrungen mit Melatonan 2. Also so, was ich da wirklich so mit erlebt habe, ist schon ein bisschen anders, als man vielleicht denkt. Ne? Also erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt oder irgendwie sowas. Wie auch immer, bevor ich aber über meine persönlichen Erfahrungen berichte, gebe ich euch mal ein kurzes Update an anderen Leuten, meinen Kunden, Freunden, Bekannten, die das auch nehmen. Und im Prinzip hat jeder irgendwie unterschiedliche Nebenwirkungen. Ja, also eine Sache ist klar, für was es da ist, das tut es auch, und zwar bräunen. Ne? Also man wird davon braun. Wie tiefbraun man davon wird, ist dann doch wieder abhängig von der einzelnen Person. Also man kann nicht in general sagen, okay, jeder, der das nimmt, wird super, super dark braun, so für Competition. Denn das stimmt nicht, wie zum Beispiel in meinem Fall. Okay? Aber was es hat, sind gewisse Nebenwirkungen. Manche Leute bekommen halt lila Lippen oder eine lila Zunge oder einen Farbunterschied im Zahnfleisch. Und man bekommt auch mehr Molds. All diese Sachen verschwinden aber nach ein paar Monaten wieder. Also keine Sorge da, okay? Jetzt ist es so, mein Freund, der Herbert zum Beispiel, der hat es immer nur vorm Schlafen gehen genommen, weil er gesagt hat, ihm wird so ein bisschen schlecht. So, dann hat er es direkt genommen, bevor er ins Bett ging. Und dann hat er versucht zu schlafen und hat sich im Prinzip durch dieses Schlechtsein, Nausea, durchgeschlafen, wie auch immer. Ich persönlich habe die ersten 5 Tage tierische Kopfschmerzen gehabt, aber immer nur so für 15 Minuten. Also ganz brutal, und dann waren die wieder weg. Ne? Und also ich hatte diese Aufladephase gehabt, und wo man ja jeden Tag eine Woche lang täglich ein gewisses Pensum nimmt, injiziert, wie auch immer. Und das habe ich getan. Und nach 2 Wochen soll es ja richtig losgehen. Jetzt bin ich aber wirklich jeden Tag in die Sonne gegangen. Also mindestens 15, 20 Minuten. Und war eigentlich nicht zufrieden mit dem Resultat, da es für mich um Wettkampfbräune geht. Also wenn es jetzt um Urlaubsbräune geht, ist das gar kein Thema. Aber für mich ging es um Wettkampfbräune. So, was habe ich getan? Was alle Bodybuilder machen, wir sind alle so ein bisschen verrückt. Ich habe natürlich die Dosis erhöht. Ne? Also ich habe die Dosis, ich würde sagen, verdoppelt, verdreifacht von dem, was man normalerweise nehmen sollte. Und ich habe es jeden Tag genommen. Also nach diesen 2 Wochen habe ich wieder angefangen, es jeden Tag zu nehmen, obwohl man es nur 3-mal die Woche nehmen sollte. Aber der Ben hat es halt jeden Tag genommen, jeden Tag in die Sonne, weil ich wollte endlich braun sein. Diese Wettkampfbräune, ich wollte sehen, wie lange dauert das denn bei mir? Und irgendwie ist diese Wettkampfbräune niemals angekommen. Bin ich braun? Auf jeden Fall. Bin ich wettkampfbraun? Nein. Was aber passiert ist, was ich rausgefunden habe, und wie gesagt, jeder ist anders. Und ich kann euch sagen, mit den anderen Peptiden zu 99% reagieren die Leute so, wie sie reagieren sollten. Also, dass sie auch so helfen, wie sie helfen sollten. Und nur ganz wenige haben hier und da mal kleine Nebenwirkungen. Ja, so. Jetzt mit dem Melatonan ist es wirklich so, dass jeder andere Nebenwirkung hat. Ganz komische Kiste. So, jetzt komme ich nochmal zurück zu meiner extremen Nebenwirkung, die ich dann hatte, nachdem ich nach 2 Wochen
jeden Tag die doppelte bis dreifache Dosis genommen habe. Auf einmal hat mein Hungergefühl, und ihr wisst ja, ich bin auf Wettkampfdiät, komplett ist das verschwunden. Also komplett. Nicht morgens, nicht mittags, nicht abends. Ich habe keinen Hunger mehr gehabt auf Wettkampfdiät. Und ich wollte nichts mehr essen. Ich musste mir jedes Essen, jede Mahlzeit reinzwingen. Und ich hätte kotzen können. Ich hätte den ganzen Tag ohne Essen auskommen können. Also so habe ich mich gefühlt. Ich hatte niemals Hunger. Und wenn ich nur an Essen gedacht habe, ich will nichts essen jetzt. Bist natürlich eine Bredouille als Wettkampfathlet auf Diät. Wenn du jetzt da nichts isst, dann Muskeln weg. Klar. So, also Force Feeding ist ganz brutal. Also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste zwischen Überessen und Wettkampfdiät, würde ich doch die Wettkampfdiät nehmen, weil das war so hart für mich, mich zu zwingen zu essen. Das war brutal. Das habe ich so 5, 6 Tage mitgemacht und dann konnte ich nicht mehr. Da habe ich gedacht, weißt du was, vergiss die Scheiße, ich mache das nicht mehr. Und dann habe ich sofort aufgehört mit dem Melatonin und nach circa 36 Stunden kam mein Hunger wieder. So, jetzt ziehen wir mal ein Resümee. Wenn jetzt einer kein Wettkampfathlet ist, kein Bodybuilder, ist jetzt nochmal eine normale Person, sagen wir mal, und du willst abnehmen, aber du hast immer ein Problem mit deinem Hunger. Du hast ständig Hunger. Es gibt ja diese fetten Leute, die ständig Hunger haben. Ich sage euch, dann nehmt ihr dieses Peptide und der Hunger ist weg. Das ist im Prinzip der super Appetitzügler. Das, was ihr nehmen müsst, könnt, wenn ihr Gewicht verlieren wollt. Also ist der absolute Hammer. Ich habe da, der Ben hat da was entdeckt. Ich habe die neue Anti-Hunger-Droge entdeckt. Denn wenn man das echt in dem Maße, also so überdosiert sozusagen, dann hat man keinen Hunger mehr. Also niemals, egal auf nüchternen Magen nach dem Training, da ist nichts mehr. Alles Hunger ist, ach, bloß nichts essen. Also brutal. So, wie gesagt, ich sehe immer alles Positive. Aus allem versuche ich eigentlich immer alles Positive zu sehen. Und was sehe ich hier raus? Dass ich das entdeckt habe, dass wenn jemand immer dieses Hungergefühl hat, es damit komplett unterdrückt werden kann. Ne? Also, wenn jetzt einer kein Athlet ist und abnehmen will, Melatonin 2 ist für dich da. Ne? Auf jeden Fall. Ist der absolute Hammer, aber ich musste absetzen. Ist mir jetzt egal, da muss ich wieder das gute alte Proten nehmen, wenn ich jetzt am Wochenende mich auf die Bühne stelle. Ne? Also, da kann ich nichts machen, aber Hunger muss sein, Essen muss sein und das war echt kein Zustand. Und mir war auch nach 3, 4 Tagen super schlecht beim Training. Die ganze Zeit beim Training war mir richtig schlecht. Also brutal, also wirklich brutal, wie auch immer. Also dieses Melatonin 2 wirkt wirklich bei Leuten verschieden. Jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich bei mir lag es an der hohen Dosis. Na, macht Sinn auf jeden Fall. Also Leute, wer abnehmen will, ne, auf jeden Fall hohe Dosis Melatonin 2. Ansonsten, wer braun werden will, Melatonin 2 hilft euch auf jeden Fall. Ihr werdet braun, ganz egal was, wie tiefbraun ihr werdet, ist halt in eurer Genetik drin. Nicht jeder wird tief dunkelbraun. Also das garantiere ich euch, denn ich habe alles versucht, mit täglich Dosierung, mit täglich 20, 30 Minuten Sonne, alles versucht, hat nicht funktioniert. Ne? Mein Gesicht brauner als mein Körper zum Beispiel. Ne? Also, hat nicht funktioniert. Wie auch immer, das war das kurze Update zum Melatonin 2. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen, konnte euch damit ein bisschen helfen, damit ihr wisst, was Sache ist mit diesem Peptid. Jetzt würde ich euch gerne sagen, wann kommt das nächste Video, aber ich weiß es wirklich nicht. Denkt dran, am Sonntag kommt auf jeden Fall eine Live-Berichterstattung irgendwo auf meinem Facebook oder Instagram. Irgendwas werde ich da irgendwie posten. Oder beziehungsweise die Abby. Und ja, also schaut doch mal vorbei. Denn ansonsten gibt es wahrscheinlich kein Video. Aber dann nächste Woche gibt es dann einiges an Videos.
Nächste Woche wird einiges passieren. Sagen wir mal so. Ne? Also, das dazu. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Wellen says.